Ja, Gelegenheit zur Information zum Thema Safe-Kids-Studien in der Gesamtschau mit der Bitte um Verständnis, dass wir uns wegen der Nachfolgetermine auf maximal eine Dreiviertelstunde beschränken. Und dann würde ich sagen, wir legen auch schon los und übergebe das Wort an Herrn Minister. Ja, vielen Dank. Guten Morgen auch meinerseits. Wir werden Ihnen insofern entgegenkommen, als dass wir nicht zu ausführlich vorweg sprechen, weil wir davon ausgehen, dass es die eine oder andere Nachfrage mit Sicherheit gibt. Sie wissen, wir haben Safe Kids Studien in Reihe ja gemacht seit dem letzten Sommer. Safe Kids 1 zu einer Zeit, die dann mit doch vergleichsweise niedriger Inzidenz versehen war. Safe Kids 2 dann zu Beginn des Jahres bei einer deutlich höheren Inzidenz. Und weil zu diesem Zeitpunkt dann die Alpha-Variante ja gerade dominant wurde, Safe Kids 3, um auch besonders hinzuschauen, wie sich Alpha, ich muss mich immer noch umstellen, Alpha, denn auch auf das Infektionsgeschehen in Kitas auswirkt. Alle drei Untersuchungen haben ja zu Zeitpunkten stattgefunden, als es in den Kitas schon viel an Schutz für die Mitarbeitenden und für die Kinder gab. Es gab die kontinuierlich aktualisierten Hygienekonzepte. Es gab dann die Einführung der regelmäßigen Testmöglichkeit, insbesondere für Erzieherinnen und Erzieher. Lüften, Masken, Abstand sind immer wichtiger geworden. Wir haben gesehen, dann während der Verschärfungen, auch durch die Bundesnotbremse, dass in den Kitas zunächst nichts mehr stattfinden konnte, später dann auch in konstanten Gruppen betreut wurde. Und wir haben natürlich inzwischen auch zahlreiche Impfungen, gerade was die Gruppe der ErzieherInnen angeht, die ja bundesweit, genau wie die LehrerInnen, dann ja in die Stufe 2 priorisiert wurde. Wir haben deshalb die Situation, und dazu wird Frau Professorin Ziesek noch viel kundiger Auskunft geben können, und das hat uns, glaube ich, auch ein bisschen überrascht, dass wir jetzt in Safe Kids 3 keine Infektion gesehen haben in den Kitas, obwohl das ja zu einem Zeitpunkt, wie gesagt, war mit einer vergleichsweise hohen allgemeinen Inzidenz und eben der zunehmenden oder schon vorherrschenden Dominanz der Alpha-Variante. Wir haben diese Studie gleichzeitig aber auch genutzt. Wir haben ja immer ein paar Ziele in diesen Studien. Wir haben sie auch genutzt, um eine neue Methode auszuprobieren, was die Abstrichnahme angeht. Und auch dazu würde ich gerne an Frau Professorin Ziesek übergeben. Ja, guten Morgen auch von mir. Wie schon erwähnt, soll es ja heute vor allen Dingen um den Teil 2 und 3 der Safe-Kids-Studie gehen, die jeweils 4 Wochen durchgeführt wurde. Die Safe-Kids 2 war Januar, Februar. Da waren, wie schon eben erwähnt, die Inzidenzen sehr hoch, in Hessen zwischen 50 und 111 und im Spitzenwerten sogar bis zu 280 pro 100.000, also wirklich sehr hohe Inzidenzen. Und bei der Safe Kids 3, die im Mai und Juni durchgeführt wurde, waren die Inzidenzen lokal bis 124, also auch deutlich höher als jetzt. Was kann man zu den Studien sagen? Bei Safe Kids 2, bei hoher Inzidenz, haben wir insgesamt 7 Kinder gefunden und eine Mitarbeiterin, wo wir das Virus nachweisen konnten, wovon 3 höchstwahrscheinlich infektiös waren. Das wird ja dann immer noch mal überprüft. Und die anderen 4 schon eine etwas ältere Infektion hatten. Dann bei der Safe Kids 3 Studie war es erfreulicherweise so, dass wir mit der neuen Methode, der sogenannten Lolli-Methode, wo die Kinder auf einem Abstrichtupfer lutschen und der dann eingesammelt wird und im Labor gepoolt wird, da konnten wir keine Infektion nachweisen, teilgenommen haben in der Safe Kids 3 insgesamt 756 Kinder und 226 Mitarbeiterinnen aus Kitas und im Median waren die Kinder 4 Jahre alt.
Und was vielleicht noch wichtig ist, auch für die Interpretation der Ergebnisse, dass zu dem Zeitpunkt, wo diese Studie lief, bereits über 80% der Mitarbeiter uns gesagt haben, dass sie bereits eine oder beide Impfungen hatten. Und das ist, denke ich, ja auch sehr erfreulich, dass die Impfquote sehr hoch ist bei den Erziehern und Erzieherinnen. Und deshalb auch insgesamt gesehen das Ergebnis sehr schön ist, dass wir trotz der Alpha-Variante, wo ja befürchtet wurde, dass die sich anders verhält und gerade bei Kleinkindern vielleicht zu vermehrten Infektionen führt, dass in dieser Studie hier so nicht der Fall war. Ja, das ist eigentlich das Einleitende zu dieser Studie. Ja, dann würde ich die Nachfragerunde zunächst für die Kollegen im Raum öffnen, wenn es Nachfragen gibt. Herr Dr. Hettrott. Das bedeutet zunächst mal, dass Alpha, wie es Frau Professor Ziese gerade gesagt hat, offensichtlich bei Kindern doch nicht diesen deutlich höheren Ansteckungsgrad hatte, den wir befürchtet hatten oder der allgemein befürchtet wurde. Und was das für Delta heißt, ist jetzt nicht so einfach ableitbar. Wir gehen ja im Moment davon aus, dass auch Delta noch mal infektiöser ist als Alpha. Wir sehen aber bei Delta bisher jedenfalls keine Hinweise darauf, dass es auch zu schweren Erkrankungen führt. Aber jedenfalls, was Alpha angeht, ist das Ergebnis doch erstaunlich, dass es in dieser Zeit der vergleichsweise hohen Inzidenz wirklich zu keinerlei Infektion innerhalb der Gruppe kam, die teilgenommen hat. Diese Studien sind für uns natürlich ein wichtiges Analyseinstrument, auch dann mit Blick auf die Steuerung in der Zukunft. Ich glaube, man kann durchaus sagen, dass jedenfalls während Alpha sich Kitas nicht als Infektionstreiber herausgestellt haben. Wir wissen ja ohnehin, dass die Verläufe bei Kindern, auch wenn sie infiziert sind, in der Regel, wenn überhaupt, jedenfalls nicht schwer sind. Ich glaube, das kann man schon sagen. Aber vielleicht die wissenschaftliche Interpretation überlasse ich Frau Professor Ziesek. Es ist genau richtig, dass man einschränkend sagen muss, wir können natürlich nichts über Delta sagen und wir können auch nichts über Schulkinder sagen. Das muss man auch immer wieder betonen. Hier reden wir von Kindergartenkindern. Und was man eigentlich daraus ziehen kann aus allen drei Studien ist, dass die Häufigkeit von Infektionen in dem Alter doch ganz gut korreliert mit der Häufigkeit von Infektionen in der Normalbevölkerung, dass man da eine gute Korrelation sieht. Das sieht ja auch das RKI in ihren Daten. Und wenn in der Normalbevölkerung das Infektionsgeschehen gering ist, dann ist es auch in Kitas gering. Und wie der Minister auch sagte, wir haben jetzt nicht entdeckt, dass es große unerkannte Infektionsherde in den Kitas gab, weil die natürlich auch oft keine Symptome haben, die kleinen Kinder. Was heißt Korrelation? Das heißt, das entspricht sich. Na, so genau können Sie das nicht korrelieren, aber wie gesagt, wir hatten ja in SafeKids 1 eine niedrige Inzidenz, die lag im Schnitt bei 3 bis 22, also die Situation, die wir wahrscheinlich jetzt auch haben in Hessen. Und da haben wir bei den Kindern keine Infektionen gehabt. Wenn sie höher war, zwischen 50 und 110, wie in SafeKids 2, haben wir insgesamt 8 Infektionen gehabt. Und jetzt kommt natürlich bei SafeKids 3 neben der Alpha-Variante auch noch der Impfstatus dazu von den Angestellten. Und hier sehen wir wieder keine Infektionen und nicht, dass jetzt zum Beispiel durch Alpha es dazu kommt, dass wir jetzt ganz viele Infektionen entdeckt hätten. Peter, von Sat.1 eine Nachfrage. Können Sie daraus jetzt irgendwas für die Zukunft ableiten? Sagen wir mal, die Inzidenzen steigen wieder, dann sagt man nicht, die Gruppen in den Kitas zum Beispiel müssen wieder getrennt werden oder die Erzieher müssen Maske tragen. Also was wird daraus jetzt geschlussfolgert? Also wir sind ja sowieso in einer Phase, wo wir insbesondere was die Außenaktivität angeht, aber in den Kindergärten ja auch in den Innenräumen die Verpflichtung zum Maskentragen auf Landesebene erstmal aufgehoben haben. Wir fühlen uns auch ein Stück weit bestätigt, weil sich einfach zeigt, dass Kitas
jedenfalls nicht der Ort sind, an dem sich überproportional viel Infektion verbreitet. Und das war ja ein Stück weit deshalb schon befürchtet, weil kleine Kinder naturgemäß keinen Abstand halten, es dort sowieso für die Kinder jedenfalls keine Maskentragepflicht gab. Und wenn Sie schauen, wie das mit Infektionskrankheiten ansonsten ist, typische Erkältungskrankheiten, aber beispielsweise auch Noroviren, da sind Kindergärten, das wissen, glaube ich, alle Eltern ganz besonders, natürlich ein Ort, wo das besonders gerne weitergegeben wird. Und das zeigt vielleicht zum einen, dass die Hygienekonzepte, die wir haben, auch greifen, dass das frühe Impfen der Erzieherinnen und Erzieher sich sehr gelohnt hat und dass Kinder untereinander offensichtlich, jedenfalls diejenigen, die an der Studie teilgenommen haben, jetzt nicht zur Verbreitung beigetragen haben. Und das wird, sollte es wieder zu ansteigenden Zahlen kommen, sicherlich auch auf die Weiterentwicklung der Hygienekonzepte dann einen Einfluss haben. Ja, ich denke, das zeigt vor allen Dingen, dass wenn die Zahlen in der Bevölkerung niedrig sind, die Infektionszahlen, dann auch Kitas relativ sichere Orte sind und da das zumindest auch so ein bisschen beruhigend ist, dass man dort nicht etwas verpasst. Und natürlich muss man das immer noch mal korrelieren mit Delta, ob sich das dadurch ändert, das wissen wir nicht. Aber auch mit Alpha hat es sich nicht verändert, diese Aussage. Und natürlich zeigt es auch, wie wichtig das ist, dass das Personal geimpft ist, ne? Um die Infektionsraten auch niedrig zu halten, damit die Kinder sicher in die Kita gehen können. Frau Ratschi, Sie hatten noch eine Nachfrage? Ja, im Moment wird ja sehr viel gefürchtet, dass die Variante Delta sich zu schnell ausbreitet, vielleicht sogar dann die vorherrschende Variante sein wird in Deutschland. Und da heißt es ja bisher, dass Kinder da auch stark betroffen sein können. Ist das nicht dann an der Zeit, vielleicht doch eine vierte Studie anzugehen, oder wollen Sie das eher erstmal beobachten? Ist das für mich die Frage? Also, dass Delta dominant wird, ist, glaube ich, ziemlich klar absehbar, wenn es das nicht schon ist, weil die Daten vom RKI gestern waren 37% und die hängen ja immer etwas nach, ne? Eine vierte Studie mit Delta muss man sich überlegen, die macht meines Erachtens im Moment keinen Sinn, weil die Zahlen zu niedrig sind. Wir haben zwar einen hohen Anteil Delta, aber wir haben extrem wenig Infektionen immer noch. Und ich denke, man sollte diese Frage, die Sie stellen, erst stellen, wenn die Zahlen deutlich ansteigen. Und dann müssen wir das diskutieren, inwieweit das gewünscht ist und inwieweit das sinnvoll ist. Aber im Moment ist das viel zu früh, da würden wir gar nichts sehen, weil einfach dann müsste man viel mehr testen, um überhaupt einen positiven zu erwarten, ne? Und Delta verbreitet sich ja auch in Clustern und ist jetzt noch nicht so in der Fläche, sondern es gibt klare Infektionsketten. Deswegen ist es im Moment der falsche Zeitpunkt für so eine Studie. Ich würde vielleicht ergänzen, Herr Foracci, ich teile die Einschätzung von Professor Wieler, der ja gesagt hat, er geht davon aus, dass Delta schon in mehr als 50% der Fälle dominiert. Wir sind ja im Gespräch auch mit verschiedenen Laboren, größeren Laboren in Hessen, und das, was wir von dort an Zahlen bekommen, legt diesen Schluss durchaus auch nahe. Das Erfreuliche ist aber, das führt jedenfalls bisher nicht dazu, dass die Infektionszahlen steigen, und vor allem führt es nicht dazu, dass wir schwere Krankheitsverläufe sehen. Also die Situation in den Krankenhäusern, die wir sehr genau beobachten, ist bisher weiterhin so, dass die Zahlen derjenigen, die schwer erkranken, auf Intensivstationen versorgt werden müssen, eher zurückgehen. Wir müssen da genau hingucken, das ist klar. Wir sehen ja auch, was in Großbritannien insbesondere passiert, und sollten da nicht zu früh Entwarnung geben. Aber Delta macht halt, wichtig ist, bei den PCR-Tests, die analysiert sind, hat sie mehr als 50% der Dominanz. Aber die Gesamtzahl ist halt vergleichsweise niedrig. Das muss man sich eben auch immer wieder klar machen im Moment, ne? Die Ärztliche Vereinigung hat gerade heute gesagt, wir dramatisieren vielleicht zu sehr diese Delta-Entwicklung. Wie sehen Sie diese Aussage? Naja,
Ich sage ja, wir müssen es genau beobachten. Sie ist wohl infektiöser, noch mal infektiöser als Alpha. Das heißt, wir tun alle gut daran, erstens uns impfen zu lassen. Und die Zweitimpfung ist das Entscheidende, gerade bei Delta. Das zeigen alle Daten, die wir bisher gesehen haben. Und wir tun durchaus gut daran, auch wenn es vielleicht in vielen Bereichen keine Maskenpflicht mehr gibt. Wenn man mit sehr vielen Menschen auf vergleichsweise engem Raum ohne Abstand halten zusammenkommt, das Ding einfach auch freiwillig aufzusetzen. Es gibt ja kein Maskentrageverbot und alles, was wir an Vorsichtsmaßnahmen ergreifen können, Maske, Abstand, Hygiene, da sollten wir weiter dran festhalten, regelmäßig lüften. Das sind ja ganz einfache Dinge und die sollten wir uns auf keinen Fall jetzt schon abgewöhnen, gerade im Angesicht von Delta. Wissen Sie, Herr Voracci, im Nachhinein ist man immer klüger, aber wenn man es nicht weiß, dann ist die Frage, ist man eher vorsichtig und macht etwas auf Sicht und ist vielleicht erstmal zurückhaltend, bis man mehr Daten hat, auch aus dem Ausland, oder sagt man alles egal und dann danach, oh, tut mir leid. Das ist, glaube ich, ganz klar, dass wir da einfach vorsichtig sein müssen, bis wir genaue Daten haben und das kommunizieren wir ja auch, dass wir es einfach nicht wissen, aber trotzdem das schon als Problematik sehen, dass es infektiöser ist, zu den klinischen Verläufen noch nicht abschließend was sagen können und deshalb lieber präventiv vorsichtig sind, als zu sagen, alles egal und dann auf einmal war es doch nicht egal. Ne? Das kostet dann im schlimmsten Fall Leben. Ja. So, dann würde ich die Liste der zugeschalteten Kollegen und Kolleginnen von unten rauf anfangen und da ist Frau Müller vom HR die Erste. Frau Müller, bitte. Ja, ich hätte eine Frage, weil es ja aktuell quasi vom Deutschen Kita-Verband die Forderungen gibt nach weiteren Schutzmaßnahmen, jetzt auch so Richtung Herbst und Winter, zum Beispiel die Förderung von Luftfiltergeräten in den Kitas oder auch verpflichtende Tests für die Kinder. Ich wollte fragen, wie da die Positionierung so ist, ob Sie das für notwendig halten oder ob es da schon Pläne gibt in die Richtung. Also was beispielsweise die Anschaffung von Luftfilteranlagen angeht, gab es ja ein sehr umfangreiches Programm, gibt es ein sehr umfangreiches Programm des Landes, 75 Millionen Euro, die für die Kommunen zur Verfügung stehen, für Schutzmaßnahmen aller Art. Nach meiner Kenntnis ist das nicht voll ausgeschöpft worden. Das macht in Räumlichkeiten sind, die vielleicht keine Möglichkeit haben, sonst durchlüftet zu werden. Glücklicherweise gibt es solche Räume in Kitas nur noch sehr selten, in Schulen manchmal häufiger, das wird ja auch diskutiert. Aber genau für solche Räume könnte das sinnvoll sein und das Programm des Landes existiert ja. Also da sind diejenigen, die Kitas betreiben, ja frei, diese Gelder auch entsprechend zu nutzen. Verpflichtende Tests für Kinder, das haben wir ja immer gesagt, wir setzen in den Kitas auf Freiwilligkeit. Da gibt es auch keinen Grund, derzeit davon abzuweichen. Man muss die Situation sehr genau beobachten. Wir haben gerade intensiv über Delta gesprochen und deshalb ist es wichtig zu schauen, sehen wir da jetzt ansteigende Zahlen und was heißt es dann für die Anpassung möglicher Hygienekonzepte? Die Testmöglichkeit für die ErzieherInnen, die besteht ja weiter. Sie wissen, dass wir ja auch entsprechend Selbsttests zur Verfügung stellen mit einem deutlichen Volumen seitens des Landes. Von daher, aktuell sehe ich da keinen Handlungsbedarf. Dann wäre jetzt Frau Löbbecke von der dpa an der Reihe. Ihre Frage bitte. Danke, es hat sich erledigt. Okay, dann gebe ich weiter an Frau Rippegarter von der FR. Frau Rippegarter? Ja, guten Morgen. Ich wollte fragen auch noch mal zu den Konsequenzen aus Delta. Und es gibt ja auch die Forderung, dass eine dritte Impfung für die Erzieherinnen und die Lehrerinnen. Und Herr Klose, wenn das jetzt alles nicht so schlimm ist in den Kitas, muss man da künftig keine Kitas mehr schließen, wenn wieder es schlimmer wird, wenn wir die vierte Welle, die keiner haben will, bekommen? Ich fange mal von hinten an, Frau Rippegatter. Sie wissen ja, und das haben wir alle über die anderthalb Jahre gelernt, wir fliegen das auf Sicht, das geht auch gar nicht anders. Sie sehen ja,
wie sich das Virus verändert, dass wir ständig neue Mutationen sehen, die auch nochmal neue Eigenschaften mit sich bringen. Deshalb gibt es gar keine absolute Antwort darauf. Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft darauf verzichten können, Kitas, Schulen und diese Bereiche zu schließen. Aber ich kann das natürlich nicht ausschließen. Also wenn wir in irgendeine dramatische Welle laufen, wo wir auch sehen würden, dass die Zahl der schweren Erkrankungen wieder sehr stark zunimmt, dann müssen wir möglicherweise auch drastische Maßnahmen ergreifen. Aber wir müssen ja gerade daran arbeiten, das zu verhindern und zu vermeiden. Und wir haben ja wirklich viel dazugelernt, zum einen. Also ich glaube, wir sind auch alle viel gewöhnter an bestimmte Maßnahmen. Und auf der anderen Seite haben wir Instrumente in der Hand, wie das Impfen, wie das regelmäßige Testen, die wir, wenn ich mal daran erinnern darf, vor einem Jahr ja nicht hatten. Also die Antigen-Schnelltests, die ja relativ günstig und sehr schnell auch ein Ergebnis produzieren, hatten wir vor einem Jahr nicht, als wir hier standen. Und das sind ganz, ganz wesentliche Maßnahmen. Dann haben Sie nach der Drittimpfung gefragt. Hier gibt es ja bisher keinerlei Empfehlungen auch des RKI, weil die Studien einfach noch ausgewertet werden, was mögliches Boostern angeht. Nach dem jetzigen Kenntnisstand kann es sein, dass insbesondere für besonders vulnerable Menschen, also Menschen in höherem Lebensalter, Vorerkrankte, Immunsupprimierte, es nötig sein wird, eine Drittimpfung zu machen. Dann werden wir uns darauf vorbereiten. Herr Spahn hat ja auch angekündigt, wie viel Impfstoff er auch im nächsten Jahr vorhalten will für diesen Fall. Aber es gibt bisher dazu keine klare Datenlage. Und alles, was wir sehen, ist, dass wer die Zweitimpfung hat, doch einen guten Schutz mindestens vor schweren Erkrankungen hat, auch bei der Delta-Variante. Ja, vielleicht könnte ich noch aus virologischer Sicht ergänzen, dass ich als Medizinerin vor allen Dingen mir Sorgen mache um Menschen, die keine gute Antikörperantwort aufgebaut haben nach zwei Impfungen. Das sind zum Beispiel organtransplantierte, immunsupprimierte, aber zum Teil auch ältere. Und um die müssen wir uns zuerst kümmern und zuerst klären, ob die eine dritte Impfung brauchen. Und bei den Jüngeren geht es ja vor allen Dingen auch darum, dass man argumentiert, man möchte die Transmission vermindern, dass die andere anstecken. Aber ob wir mit einer dritten Impfung eine sterile Immunität, so nennt man das, erreichen, das wissen wir einfach noch nicht. Und das muss noch weiter untersucht werden. Und dann rechne ich auch damit, dass es entsprechende Empfehlungen geben wird. Wie gesagt, wichtig ist hier vor allen Dingen die Gruppe der Leute, die nach zwei Impfungen keine entsprechenden Antikörper gebildet haben, dass man zunächst für diese Gruppe klärt, wann eine dritte Impfung empfohlen wird. Und da sind ja auch diese Woche die ersten Studien veröffentlicht worden, aus Frankreich zum Beispiel von Organtransplantierten, wo man gesehen hat, dass man durch eine dritte Impfung nach zwei Monaten schon einen Anstieg hat von denen, die dann Antikörper bilden, was für diese Gruppe Menschen ganz, ganz wichtig ist und ein bisschen ja auch zuversichtlich macht, dass da sich die Situation einfach ein bisschen für die entspannen wird. Dann haben wir hier noch Herrn Bartels vom Hessischen Rundfunk in der Liste. Herr Bartels, haben Sie eine Frage? Ja, wären sogar zwei. Ich hätte zum einen an Herrn Klose die Frage. Sie haben das gerade implizit gesagt, aber um es mir noch mal klar und deutlich abzuholen, die Forderung der GEW nach einer dritten Impfung würden Sie also als Aktionismus einsortieren oder zumindest sagen, das wird es erstmal nicht geben, weil wir haben gerade noch andere Sorgen, Fragezeichen. Und die zweite Frage, ich habe großen Respekt vor den wissenschaftlichen Ergebnissen dieser Studie, aber sie guckt ja eher in die Vergangenheit. Und wenn ich sie richtig verstanden habe, ist sie ja in der Anwendung auf die Zukunft, wenn es Delta jetzt, also bald ja 80-90% Verbreitung gibt, ist sie ja eigentlich eher, bringt sie uns ja nicht weiter, weil wir können daraus ja nicht Schlussfolgerungen ziehen und sagen, auch mit Delta werden die Kitas gar kein Infektionsherd sein, also freie Fahrt voraus. Also eigentlich ist die Studie ja für Sie politisch jetzt nicht direkt anwendbar, oder habe ich das missverstanden? Herr Bartels, das
Wording, was Sie eben zu der Forderung nach der Drittimpfung benutzt haben, war nicht meins, das will ich ausdrücklich sagen. Was ich gesagt habe, ist, dass das RKI und auch das Paul-Ehrlich-Institut, wir haben gerade am Montag im Kreise der GesundheitsministerInnen von Bund und Ländern mit den beiden Präsidenten auch wieder gesprochen, die Studienlage da auswertet, die Daten sich genau anschaut und dann eine Empfehlung machen wird, für welche Gruppe möglicherweise die Drittimpfung in welchem Zeitabstand auch immer zur Zweitimpfung, auch das ist ja noch durchaus in der Diskussion, empfohlen wird. Und das, das bleibt einfach abzuwarten, jetzt pauschal zu sagen, wir machen mal bei allen eine Drittimpfung, macht ja keinen Sinn bei Menschen, die möglicherweise nach der Zweitimpfung bereits eine sehr gute Immunantwort aufgebaut haben. Und deshalb muss man das schon differenzieren. Was die Frage nach der Studie angeht, ja, na klar, schaut sie in die Vergangenheit. Das geht auch gar nicht anders. Wir machen ja keine Zukunftsforschung. Das wäre auch bei einem Virus, was in dieser Art und Weise schnell mutiert, gar nicht möglich. Aber sie gibt uns schon wichtige Hinweise darauf, dass, und das ist ja das Gesamtergebnis im Moment von Safe Kids 1 bis 3, dass Kitas eben nicht überproportional stärker zum Infektionsgeschehen beitragen. Und das ist schon wichtig, wenn Sie sich anschauen, wie das bei sonstigen Infektionskrankheiten ist, dann ist diese Erkenntnis schon eine, die wir gewinnen können. Und alle sind ja davon ausgegangen, dass Alpha aufgrund der höheren Infektiosität sich auch in den Kitas abbildet. Das ist jetzt jedenfalls nicht der Fall. Ja. Genau, aber trotzdem haben Sie natürlich recht, streng wissenschaftlich genommen müsste man das jetzt nochmal für Delta untersuchen. Aber dafür sind im Moment einfach die Infektionszahlen in der Allgemeinbevölkerung zu niedrig. Und das, denke ich, werden wir auf jeden Fall diskutieren, wenn die Zahlen nochmal deutlich ansteigen sollten. Herr Kneier ist ansonsten noch zugeschaltet. Herr Kneier, haben Sie eine Frage? Ja. Ich würde gerne Frau Professor Cisek noch mal fragen, wie das ist mit den mit der Auswahl dieser 756 Teilnehmer oder wie viele es genau waren in Safe Kids 3. Waren das die, die sich freiwillig gemeldet hat oder ist das nach Zufallsprinzip oder wie repräsentativ ist das? Und die zweite Frage, Sie haben ja vorhin gesagt, im Zweifelsfall eher Vorsicht. Spricht das nicht dafür, nach der Urlaubswelle und möglichen wieder eingesteckten, noch mehr Delta-Varianten, vielleicht doch in den Kitas auch vorsichtiger zu sein, vielleicht die Gruppen doch in einer gewissen Zeit nach Ende der Sommerferien doch wieder einzuführen und auch Maskenpflicht eventuell für die Erzieher? Ja, also zur ersten Frage zur Auswahl. Wir hatten ja in allen Safe Kids Studien insgesamt 50 Kitas war unser Ziel einzuladen und dafür haben wir vom Landesamt für Statistik eine repräsentative Stichprobe sozusagen ziehen lassen an Kitas, die halt verteilt sind über Hessen, dass das halt korreliert mit der Anzahl der Bewohner, also die meisten waren im Rhein-Main-Gebiet, aber halt, dass wirklich alle Kreise möglichst gleichmäßig verteilt waren. Und in der Safe Kids 3-Studie waren halt 46 Kitas dabei und dann in der Kita war das unterschiedlich je nach Kita gelöst. Manchmal hat eine komplette Gruppe teilgenommen oder zwei Gruppen und manchmal auch nur zum Beispiel, wenn ganz bestimmte Leute das wollten. Das ist natürlich freiwillig. Sie können ja niemanden zwingen, an der Studie teilzunehmen. Aber wir haben schon uns bemüht, dass das möglichst repräsentativ ist, wo es natürlich immer bei solchen Studien auch Einschränkungen gibt, weil natürlich gerne die Leute teilnehmen, die sich auch, ja, die gerne Sicherheit haben wollen, sich testen lassen wollen und vielleicht die, die davon nichts halten, eher nicht an so einer Studie teilnehmen. Das kann man natürlich nie ausschließen, aber es ist zumindest von der Verteilung über Hessen schon repräsentativ gesehen und genau. Und das waren halt dann knapp 800 Kinder, die da teilgenommen haben. Und die zweite Frage, ich weiß nicht, die... Was war die nochmal, Herr Knall? Helfen Sie mir nochmal. Mit dem Vorsicht nach den Sommerferien. Ach so. Naja, ich sagte ja, wir gucken ja sehr genau hin und wir machen ja Verordnungen immer für maximal 4 Wochen. Das ist auch das, was das Infektionsschutzgesetz zulässt. Wir werden jetzt schauen, wie sich die
Öffnungen, die Lockerungen, die wir ja letzte Woche in Kraft gesetzt haben, auch auswirken auf das weitere Infektionsgeschehen. Und wir werden natürlich auch schauen, wie sich Reiserückkehr, Hessen hat ja vergleichsweise Spätferien, Reiserückkehr vielleicht auch in Ländern, die früher Ferienende haben, dann auswirkt und ob das zusätzliche Maßnahmen erfordert. Das kann sein, aber das wäre jetzt noch zu früh, endgültig zu sagen. Ich sehe jetzt niemanden mehr, der noch nicht abgefragt worden wäre. Gibt es noch eine Frage von den Zugeschalteten oder eine Frage hier aus dem Raum? Ja, ich würde gerne noch mal anschließen direkt daran, an das Abwarten. Das haben wir ja letztes Jahr gemacht und dann hatten wir plötzlich das Desaster dann im September, Oktober, dass die ganzen, also ne, dass von Reiserückkehrern das wieder eingeschleppt wurde. Da haben wir doch auch Erfahrung, Herr Klose, hatten Sie doch gerade gesagt. Warum wenden wir die nicht wieder an? Also mit Sprichtests und so weiter. Die Situation ist ja eine andere als letztes Jahr, Frau Rippegarter. Wir haben jetzt zum Beispiel die Verpflichtung, wenn ich mit dem Flugzeug zurückkehre, und Hessen hat ja jetzt außerhalb des Flughafens keine Außengrenzen, dass ich dann mich vor Abflug testen lassen muss und einen Negativtest nachweisen muss. Und das ist eine ganz andere Situation, als wir sie noch im letzten Jahr erlebt haben. Es sind jetzt ja über 50% der Bevölkerung ist bereits mindestens einmal geimpft. Auch das ist ein wesentlicher Unterschied. Und dann kommt es jetzt sehr darauf an, hinzuschauen, bei Inzidenzen, wie wir sie im Moment sehen, hessenweit, dann müssen wir aufpassen, wir müssen auch appellieren. Ich habe ja, glaube bei den Kollegen von HR Info diese Woche auch schon mal gesagt, dass es richtig wäre, auch wenn man zurückkommt aus dem Urlaub, vielleicht auch selber geimpft ist, sich trotzdem testen zu lassen. Und übrigens schadet es auch nichts, wenn geimpfte Menschen regelmäßig weiter den Bürgertest in Anspruch nehmen. Ganz im Gegenteil, weil auch geimpfte Menschen, die vielleicht nicht erkranken, die Infektion aber trotzdem weitertragen können. Deshalb ist das eine ausdrückliche Empfehlung. Die Bürgerteststellen gibt es ja auch weiter. Und ich glaube, da haben wir eine andere Situation, weil wir es wesentlich engmaschiger auch beobachten können. Und wir werden, da bin ich ganz sicher, sollten sich Anzeichen ergeben dafür, dass es auch wieder zu einer deutlichen Steigerung des Infektionsgeschehens kommt, dann auch frühzeitig mit Maßnahmen dem entgegenwirken. Gibt es noch weitere Fragen? Ich hätte vielleicht noch eine kurze zur Methode, weil nur die Lolli-Methode angesprochen wurde. War das die einzige, die da angewandt wurde und war das jetzt neu? Weil ich dachte, ich hätte gelesen, dass schon in der Safe Kids 2 Studie, nur noch mal kurz zur Methode, wann da was verwandt wurde und was da jetzt vielleicht bei Safe Kids 3 neu oder anders war. Genau, danke für die Nachfrage. Also Safe Kids 1 und 2 waren gleich von der Methode und Safe Kids 3 war diese Lolli-Abstrich-Methode, wobei wir das ein bisschen anders machen als in Köln. Also wir haben den Kindern auch die Abstrichtupfer mit nach Hause gegeben. Dann haben die Eltern das mit denen zusammen gemacht, dass die Proben gewonnen haben. Und wir haben die eingesammelt und erst im Labor einen Pool daraus gemacht. Das heißt, das hat den Vorteil, dass wir, wenn wir im Labor poolen, wenn ein Pool positiv ist, den direkt auflösen können und nicht wie in Köln. Da ist ja das Problem, dass alle das in der Schule zum Beispiel machen und dann den Abstrich Tupfer in ein großes Gefäß geben und dann das Gefäß getestet wird. Und da haben Sie das Problem, dass wenn das Gefäß, der Inhalt dann positiv ist, wissen Sie nicht, welches Kind infiziert ist und müssen dann nochmal zurückgehen an die Kinder, einen neuen Abstrich machen und die Einzel-PCR-Testung. Und bei uns, wir haben halt direkt Einzelabstriche, also diese Lollis eingesammelt, bei uns gelagert, die gepoolt, getestet. Und wenn ein Pool positiv ist, können wir den direkt auflösen und innerhalb von wenigen Stunden dann sagen, welches Kind oder welche Person infiziert ist. Bei Safe Kids 1 und 2 waren das ja die üblichen Nasenabstriche, die Sie ja alle mittlerweile wahrscheinlich auch zu Genüge kennen. Wange, stimmt. Bei den Kindern haben das im Mundraum gemacht, richtig. Wir hätten noch Zeit für eine weitere Frage. Gibt es noch eine Frage hier im Raum oder von den Zugeschalteten? Ich komme mal eben rum. Multitasking.
mich da einfach nur kurz anschließen und fragen, wieso haben Sie denn die Methode geändert? Gab es da irgendwelche, also wollten Sie irgendwas austesten oder was war der Anlass dann dafür? Also wir haben eine andere Studie gemacht, wo wir mal parallel Selbstabstriche untersucht haben und dann eine PCR gemacht haben, weil ja immer wieder die Frage ist zum Beispiel bei Personal, also Pflegepersonal zum Beispiel, wenn die sich zweimal die Woche testen müssen und immer einen Nasopharyngealabstrich bekommen, ich weiß nicht, haben wahrscheinlich jetzt alle schon mal von uns gehabt, das ist ja nicht angenehm. Also man steht, wenn man das richtig tief macht, stehen einem die Tränen in den Augen, es brennt. Und wir wollten einfach mal wissen, was ist eigentlich besser oder mindestens nicht viel schlechter, und haben eine Studie gemacht, die aber noch nicht veröffentlicht ist, und haben verglichen verschiedene Materialien, also aus der Nase selber, Speichel selber, Rachenspülwasser oder Wangenabstrich. Und da haben wir gesehen, dass Speichel, das Einspeicheln deutlich besser ist als ein Wangenabstrich. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, das auch in der Methode zu machen. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, eine letzte Frage ginge noch, wenn es da noch was gibt. Ja, vielleicht kann ich noch mal fragen, Schule, das wäre ja jetzt die nächste Frage. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Kommt man da zu ähnlichen Ergebnissen? Wie oft wird da was festgestellt? Da wird ja jetzt auch fleißig getestet. Frau Rippegatter, da kann ich Ihnen nichts zu sagen. Müssten wir die Kollegen vom Kultusministerium jetzt befragen. Die Studie hat sich ja, wie Frau Zieser gesagt hat, auch rein auf Kitas bezogen. Mit Blick auf die Anschlusstermine müssen wir jetzt an dieser Stelle zum Ende kommen. Ich bedanke mich recht herzlich bei den Besuchern hier im Raum, bei den Zugeschalteten, und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.